Sei herzlich gegrüßt zu meinem Beitrag Nordische Runenmagie. Heute möchte ich dir die Rune Urus vorstellen. Bevor ich die Rune Urus beschreibe, möchte ich dir eine kleine Anleitung zur Runenmagie geben. Suche die Steine mit einem Durchmesser von ca. 1 cm. Nimm nicht allzu große Steine, weil du wenigstens 3 Runen in deine Hand nehmen können solltest. Nun beschriftest du die Steine mit den 24 Runenzeichen. Natürlich kannst du auch Karten mit ihnen beschriften oder dich wie ein Witki auf die Suche der Symbole in die Natur begeben. Gehe rein intuitiv vor. Nehme dir einen Stein oder eine Karte mit der Rune und achte darauf, welche Gefühle und Gedanken dir dabei bewusst werden. Schreibe dir diese Gedanken und Gefühle auf. Die Rune wirkt auf deine eigene Wahrnehmung und Interpretation. Lasse dir Zeit dabei, deine Bedeutung mit der Rune in Verbindung zu bringen. So gehst du nach und nach mit jeder Rune vor. Falls dir einfach zwischendurch der Gedanke zu einer Rune kommt, schreibe dir die Zeilen dazu sofort auf. Bis du all deine Bedeutung für die Rune zusammen hast, kann einige Zeit vergehen. Denke daran, ein Witki, ein Runenmagier, brauchte mitunter mehrere Jahre, um sein Runenset zusammenzufinden. Interessant dabei ist, dass ein Witki, wenn er alle Runen zusammen hatte, die Runen dann verbrannte, aus Achtung und Respekt vor den Runen. Ob er sie doppelt suchte? Du brauchst natürlich nicht, deine erstellten Karten zu verbrennen. Vergleiche deine Gefühle und Gedanken zu der Rune mit meinen Ausführungen zu der Runenbedeutung. Sie muss nicht unbedingt mit meinen Ausführungen übereinstimmen und dient zur Ergänzung deiner Wahrnehmung. Nachdem du nun dein eigenes Runendeck erstellt hast, kannst du sie wie ein normales Kartendeck benutzen. Ebenso deine erstellten Runensteine, die du mit deinen Aufzeichnungen vergleichst. Kommen wir nun zu der Rune Urus. Sie hat den Zahlenwert 2 und wird als Rune der Energie bezeichnet. Ebenso steht Urus für Glück, Reichtum, Heilung und Willensstärke. Sie stellt eine sehr starke Verbindung zur Urkraft dar und wird in Verbindung mit den Tränen Freyas gebracht, die Erde durch das Wasser fruchtbar machte. Diese Rune kann für Regenzauber eingesetzt werden, da sie, wie Wasser allgemein, für die Gefühlswelt steht, gehen die Deutung in diesem Bereich auch sehr tiefgreifend. Im Beruflichen zeigt dir die Rune Urus Folgendes an. Es läuft genau so, wie es jetzt ist, alles bestens. Veränderungen sind nicht notwendig, da deine bisherigen Bemühungen auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Achte allerdings darauf, dich nicht zu passiv zu verhalten. Denn Wasser ist ständig in Bewegung. Und das solltest auch du sein. Diese Rune eignet sich sehr gut dazu, Stimmungstiefs und Depressionen entgegenzuwirken. Wie ein reinigendes Bad lässt sie deine Lebenskraft wieder ansteigen und in den Fluss bringen. Ebenso stärkt Urus deine Abwehrkräfte. In Liebesdingen solltest du jetzt an eine Vertiefung der Verbindung arbeiten. Ob ein Zusammenziehen, eine Heirat oder sogar eine Schwangerschaft ansteht. Ein Schritt nach vorne sollte nun angestrebt werden. Urus ist auch die Fruchtbarkeitsrune, die genutzt werden kann, um eine Schwangerschaft zu fördern. Insgesamt ist Urus eine sehr energiereiche Rune. Es bringt dir großes Glück, wenn sie erscheint. In meinem nächsten Beitrag werde ich über die Rune Turisas sprechen.
und ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Deine Annie.